Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, Hohes Haus, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die SPD-Fraktion stellt den Antrag auf eine Konzepterstellung für die zweite Welle, wenn sie denn kommt, im Bereich der Kita. Ich habe den Antrag gelesen, habe mir gedacht, das macht doch Sinn. Natürlich braucht man da Konzepte und diese Konzepte müssten doch auch baldmöglichst vorgelegt werden. Und dann kam der Nachzieher und dann kam jetzt auch die Wortmeldung von der Frau Stiersdorfer. Und also, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt nicht derjenige sei, der so tut, als hätte ich im März oder April schon gewusst, wie es mit Corona was sinnvoll ist oder was nicht. Ne? Da soll man nicht nachträglich gescheit haffeln. Aber man muss dann schon ehrlich das reflektieren und sagen, natürlich sind Fehler gemacht worden. Natürlich war es eine Fehleinschätzung, dass man gedacht hat, der Virus wird sich wie die Influenza im Kindergarten massiv verbreiten und das tut er Gott sei Dank nicht. Ja? Also wir müssen doch, wenn wir ein neues Konzept auflegen für eine mögliche zweite Welle, in jedem Fall sicherstellen, dass wir keine flächendeckenden Schließungen von Kitas mehr haben. Das ist doch Grundvoraussetzung. Da kann man doch nicht sagen, es war alles großartig, was wir gemacht haben. Also, das kann ich so nicht nachvollziehen vor knapp einer oder 1. Juli. Heute haben wir einen 8. Am 1. Juli sind erst 100% der Kinder durften wieder in die Kita kommen. Also im Juni, im Mai, im April, Mitte März hatten wir die Situation, dass nicht alle Kinder in den Einrichtungen waren. Also da muss man doch sagen, dass Kinderrechte und auch die Problematik für die Familien ganz erheblich belastet und eingeschränkt ist. Und hier so zu tun, als wäre das kein Problem. Und dann stellen Sie hier einen Antrag. Ein Antrag, wo der Bayerische Landtag begrüßt, dass das Staatsministerium mit medizinischen Fachkräften sich austauscht und unterhält. Meine Damen und Herren, also natürlich kann man das begrüßen, aber ich muss auch nicht extra begrüßen, dass das Ministerium seine Arbeit macht. Das ist doch ein ganz normaler, gängiger Vorgang. Und dann schreiben Sie hier rein. Herr Kollege, Ihre Redezeit. Sie wollen einen Bericht, aber der Bericht kommt erst Ende September. Die Welle ist aber vorher schon da. Die Eltern müssen es wissen, die Kinder müssen es wissen. Also, so kommen wir nicht weiter, meine Damen und Herren. Danke.